ich war dieser Tage mal beim Chibo. In so einem, ja nicht Outlet Store, Chibo Outlet Store. Das gibt es in größeren Orten schon mal, dass sie so einen extra Chibo-Laden haben, der Ware verkauft, die in anderen Filialen in den Aktionen nicht losgeworden sind. Und da bin ich auf dieses aufblasbare Kopfkissen gestoßen. Und jetzt kommt's. Es kostete 3 Euro. Ist also nicht nur ein Kopfkissen zum Aufblasen, sondern wenn man es nicht aufbläst und will nicht auf dem kalten Stein sitzen, hier unten, das ist Nylon. Sehr stabile Pins. Das hier ist Vlies. Da verkühlt man sich nicht mehr den Arsch. Oder man ist im Wald, muss irgendwas machen. Der Waldboden ist feucht. Man kniet sich drauf. Hat die Knie warm geschützt. Und auch vom Nassen und vom Kalten. So, aufgeblasen wird dieses Kopfkissen so, indem man hier diesen Knopf rumdreht und aufboostet. Dann dreht man das zu. Oh, das wird geht an. Dann hat das Kopfkissen. Ich habe da drauf schon geschlafen im Wald. Ach doch. Das ist wirklich bequem. Allein schon dadurch, dass der obere Teil aus Vlies ist. Das ist wirklich sehr bequem. Und jetzt komme ich dazu, warum ich das euch hier zeige. Man kann es sehen. TCM ist die Marke von Chibo. Warum ich euch das zeige. Ich war gestern bei der Firma Globetrotter in Bonn. Das ist ein richtig geiler Laden. Die Webadresse lautet globetrotter.de und die hatten ein ähnliches Kopfkissen, nur hier aus Nylon, auf der anderen Seite aus Nylon, für den 10-fachen Preis dieses 3 Euro Kopfkissens. Wenn ihr einen Chibo Sonderpostenladen seht, geht da rein, fragt nach dem aufblasbaren Kopfkissen. Zusammengerollt. Ihr könnt es zum Beispiel mit eurem Bedroll oder mit dem Schlafsack zusammenrollen. Oder falls ihr so eine Bundeswehr-Schlafmatte habt wie ich, lasst die Luft raus, ganz flach, packt es mit rein, es nimmt keinen Platz weg, 3 Euro,